Willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Es geht weiter, Freunde. Da sind wir nun zu Hause angelangt, haben schon unsere Mutter getroffen, die nicht so ganz da ist. Allerdings hat sie uns gesagt, dass der Vater wohl den Bruder sucht. Den suchen wir auch, aber jetzt haben wir Geräusche aus dem Keller gehört und denen wollen wir jetzt nachgehen. Los geht's. Da ist die Tür zum Keller anscheinend schon offen, die Sicherungen. Ich lasse lieber die Finger weg. Ich will mir keinen Schlag holen. Ja, und aktuell laufen die. Läuft die Elektrizität, ja? Ich denke, da müssen wir eh nichts dran rumarbeiten. Oh. Was vielleicht gar nicht so gut ist. Strom und Wasser. Vielleicht sollte ich es doch ausmachen. Warum blubbert das? Krallen, ne? Das ist jetzt schon ein anderes Kaliber wie Krankenschwester. Mal schauen, wie das am besten funktioniert. Wobei, doch, so geht's ganz gut. Ist es schon down? Okay. Okay. Hat uns zum Glück nicht so richtig erwischt. Bis jetzt auch noch keine Quicktime-Events. Aber ich denke, ich glaube, die kommen erst bei einer anderen Gegnerart. Müssen wir mal abwarten. Es ist ein alter Boiler. Sieht kaputt aus. Boah, so einen Boiler hatten wir im Elternhaus auch. Das war immer so nervig zu warten, bis der warm wurde, etc. Will man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ah, die alte Waschmaschine und der alte Trockner. Sie sind ständig kaputt gewesen. Aber Dad war viel zu geizig, um neue Maschinen zu kaufen. Sie funktionieren doch, pflegt er uns anzuherrschen. Kommt mir irgendwie vertraut vor. Aber na gut. Ah, oh, wieder dieser Soundtheme. Das ist so richtig gut. Es kommt mir auch so vertraut vor. Aus irgendeiner Serie, meine ich. Das ist so einen ähnlichen Ton. Also klar, natürlich kommt es mir auch aus dem Spiel vertraut. Aber es erinnert mich so stark an irgendwas anderes, was ich noch kenne. Ich komme aber gerade nicht drauf. Das ist wohl der Garagen... Türöffner auf der Wasserpumpe. Was macht denn der hier unten? Wir haben den Garagentüröffner. Darunter ist eine Notiz. Wenn sie Benzin braucht, fülle sie mit dem Kanister in der Garage auf. Adam. Nur ohne Benzin sind... nochmal. Nun, ohne Benzin wird die Wasserpumpe nicht starten. Ich sollte mal in der Garage nachsehen. Die Garagentür lässt sich nicht öffnen, solange der Keller unter Wasser steht. Ihr Sicherungshebel befindet sich irgendwo in diesem trüben Wasser. Du meinst jetzt das, was ich hier gefunden habe, oder sollte ich das von der anderen Seite öffnen? Was ich jetzt eigentlich eher dachte. Das war hier. Dieser Gegenstand kann ja nicht verwendet werden. Das benutzt man doch nicht hier, oder? Nee. Da muss ich woanders ran. Aber sonst ist ja nichts mehr im Wasser, ja? Nicht, dass ich da jetzt was verwechsle. Ja, aber dieses erste Kreatur, dieses erste Vieh, ich möchte mal meinen, das ist nicht normal, oder? Also, es bleibt natürlich nicht beim Albtraum. Das muss Alex jetzt auch klar sein. Sein Albtraum hat gerade erst begonnen. So, ich wollte mir die Garage jetzt mal von außen angucken, falls... Ja, warte mal, ist die Mutter noch da? Oh, ist tatsächlich sogar noch da. Mal schauen, ob sie was dazu sagt. I can't
talk to you right now, Alex. I'm tired. Oh Gott. Der denkt sich halt auch, wäre doch nur im Krieg geblieben. So, wir kommen sogar wirklich raus. Ist da jetzt ein Garagentor, das ich öffnen kann, oder wie ist das? Ah, ja, okay. Sieht so aus, als wollte etwas, das Krallen hat, in die Garage. Diese Tür öffnet sich nicht ohne die Fernbedienung für die Garagentür. Und die haben wir ja zum Glück. Na toll. Da hat es ja doch irgendwie reingeschafft. Okay. Also mit dieser Taktik, dreimal leichter Angriff, ein schwerer Angriff, die kommen nicht wirklich zum Zug, wenn man natürlich trifft. Finde ich gut. Bis jetzt. Ein Stahlrohr. Kann ich das als Waffe verwenden? Ja. Ist vielleicht auch gut. Ich nehme an, behäbiger, aber dafür eine größere Distanz und vielleicht auch mehr Schaden. Ganz ehrlich, ich bleibe aber erstmal beim Messer. Bisher funktioniert das mit dem Messer äußerst gut. Mit dieser Waffe kann ich das nicht aufbrechen. Ah, die Waffen haben also auch noch einen anderen Nutzen. Sehr gut. Aber nicht so. Okay, cool. Gut, dass wir das auch mal gelernt haben. Und das wird wohl das Öl sein. Ja, alles klar. Ich wechsle wieder zurück. Also langsam komme ich rein in die Steuerung. Ich bin wirklich erleichtert. Hatte da schon ein bisschen Sorgen. Angriffe aufladen und Kombos. Hatten wir das nicht schon mal? Starke Angriffe lassen sich aufladen, um mehr Schaden zu verursachen. Ja, das haben wir schon mal gelesen. In unserem Albtraum. Jo, okay. Böse Musik. Was ist los? Habe ich eigentlich... Ah, ich habe das Radio gar nicht mehr, ne? Aber ich höre doch gerade eins, oder? Vielleicht gehört das auch zu allgemein, ein Gegner kommt. Oh, jo. Okay. Ja, das ist natürlich... Man muss halt auch treffen, ne? Sonst... Aber dann geht's. Wenn man getroffen hat, geht's. Aber gut, wenn die... Also wenn die Gegner sich mit so einer... deutlichen Musik ankündigen, dann muss ich ja nicht befürchten, dass irgendwas Dummes passiert. Da ist der Friedhof, ne? Ah, nee. Da geht's zum Park. Ja, soll ich jetzt zum Park oder ist das optional oder ist das wichtig? Ich weiß gerade nicht. Ich werde das später gucken. Ich will jetzt erstmal das Zuhause fertig machen. Wie geht's mir eigentlich? Ah ja, das ist noch okay. Ja, bisher... Kein Speicherpunkt in der echten Welt, möchte ich mal angemerkt haben. Vielleicht wäre ja im Park einer gewesen. Ich weiß es nicht. So, okay. Die Mutter ist noch da. Zumindest physisch ist sie da. Ich hoffe, Gegner spawnen nicht nach. Dieser Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. Ohne Benzin wird die Wasserpumpe nicht starten. Ja, aber ich habe doch Benzin. Oder habe ich was missverstanden schon wieder? Hallo? Warum geht das nicht? Leer. Da steht leer, ich hält. Er ist leer. Ich muss ihn erst irgendwo auffüllen. Ja, ob ich im Park Öl finde, weiß ja nicht.
Okay, sorry, mein Fehler. Hätte ich drauf achten können. So. Dann versuche ich es doch noch mal mit dem Park, wenn mir das schon so angeboten wird. Okay. Map hilft jetzt nicht mehr viel. Das ist ein Spielplatz. Okay. Eine Zeichnung mit einem Kind auf der Schaukel. Könnte ich sein. Was war euer Lieblingsgegenstand auf dem Spielplatz? Also meiner mit Abstand definitiv die Schaukel. Hast du keinen Bock, Alex? Willst du rutschen? Sag nicht mal was dazu. Oh mein Gott. Eine große Spinne, die im Park neben meinem neben meinen Armeespielzeug auftauchte. Ja, da hat jemand schon geschickt früher Bilder gemacht, oder? Auf die Idee muss man erstmal kommen. Von der Perspektive sah das natürlich wie eine riesige Monsterspinne aus. Wenn das dein Spielzeug war, dann hat das wahrscheinlich Josh gemacht, weil der liebt ja Spinnen, haben wir erfahren. Was soll das eigentlich sein? Setzt man sich da drauf und lässt sich kreiseln oder wie? Warum stellt man sich da drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, wie Dad mich darauf so wild drehte, dass ich mich übergeben musste. Hui. Dazu sagt er auch gar nichts. Aber das Kotzereignis, das wusste er noch. Sagt mal, hat dieser Spielplatz denn gar keine klassische Schaukel? Das ist ja furchtbar. Was soll das sein? Nee, das ist doch kein Sandkasten, oder? Sieht ja furchtbar aus. Eigentlich ist das hier alles Sand, ne? Möglicherweise, man sieht es nicht so gut. Kann man diesen Grieseleffekt ausmachen? Ich bin immer so hin und her gerissen. Dieser Grieseleffekt, es gehört irgendwie zu Silent Hill, aber ich mag diesen Effekt eigentlich nicht. Wie seht ihr das? Ich guck mal, ob ich ihn ausmachen kann, so rein theoretisch. Na, da lasse ich, wie es ist. Spieloptionen. Man kann es nicht ausmachen in diesem Teil. Gibt einige, wo das geht, aber hier sehe ich es jetzt leider nicht. Gut, dann lassen wir ihn an. Gezwungenermaßen. Aber vielleicht mögt ihr das ja auch und dann ist das ja umso besser. Na gut, eine Zeitung. Eine alte Zeitung. Paul Russell Douglas wurde laut Gerichtsakten für den Mord an 8 Kindern aus den Gegenden von Silent Hill und Shepherd's Glen hingerichtet. Er leistete keinen Widerstand, als er zum elektrischen Stuhl geführt und auf ihm festgeschnallt wurde, als offizielle Vertreter, Zeugen und Reporter zuschauten. Diese Hinrichtung wird rein gar nichts aufhalten, sagte Douglas. Diesen Tag habe ich herbeigesehnt. Jetzt muss ich nur noch eins werden mit meinem Herrn. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen waren, bekam Douglas einen plötzlichen Stromschlag, auf den 2 Minuten Strom folgten, die ihn zurück in den Stuhl warfen. Die Ärzte erklärten ihn um 14:09 Uhr für tot. Ja, es lässt sich drüber streiten, ob das verdient ist oder nicht verdient, die Todesstrafe. Also, meiner Meinung nach würde der deutlich mehr schmoren, wenn man ihn lebenslänglich wegsperrt. Weil die Todesstrafe in so einem Fall kann man auch als Erlösung fast wiedersehen. Ich meine, dann hat er es hinter sich, wie man so sagt, ne? Das ist ihm. Aber es ist ein schwieriges Thema, ne? Das sieht jeder anders. Ich komme hier gar nicht raus. Warum bin ich eigentlich hier? So richtig. Eigentlich habe ich Öl gesucht, ne? Hat ja toll funktioniert, das Öl zu finden. Aber
habe jetzt gedacht, dass ich hier irgendetwas finde, was mich auch weiterbringt. Aber vielleicht ist das in diesem Teil so, dass man auch einfach mal optionale Gegenden abgrast oder man findet die richtige Tür. Mit dieser Waffe kann... Okay. Ich merke schon, eigentlich will er, dass ich die andere Waffe die ganze Zeit nur noch benutze. Aber egal. Ich bleib erstmal dem Messer treu. Irgendwie habe ich das gerade ein bisschen lieb gewonnen. Zumindest noch. Gehört das jetzt noch zum Park oder ist das schon Friedhof? Ach nee, ich komme da zur Seidenstraße raus. Okay. Boah, diese unnatürliche Ruhe in dieser Stadt. Hallöchen. Okay, okay, okay. Ja, das ist mein Problem, ne? Der Anfang. Wenn ich erstmal an den Gegner ran bin, dann ist alles gut. Aber der Erstschlag, der muss funktionieren. Ja. So. Mal abgeschärft geparkt hier. Aha. Der Benzintank ist offen. Es sieht so aus, als ob jemand etwas Benzin ausgeleert hat. Kann ich das jetzt einfach abzapfen? Eigentlich brauche ich da noch einen Schlauch oder sowas, ne? Damit das funktioniert. Ich probiere es trotzdem mal. Ich kann das benutzen, um den Benzinkanister aufzufüllen. Okay, es funktioniert. Viel war nicht übrig, aber damit sollte ich den Generator starten können. Ja, tatsächlich, wir haben Benzin gefunden. Der Benzintank ist offen. Okay. Wird er hoffentlich nicht vermissen. Ich gucke mich hier aber jetzt noch ein bisschen um, wenn ich schon mal hier bin. So, zum Beispiel hier. Ist sonst nichts, okay. Da kam ich her, ne? Mal in die Richtung. Okay. Warum konnte ich da hoch, wenn da nichts ist? Hm. Naja. Möchte hier noch jemand spielen? Also ich nicht. Tschüss. Ist aber auch praktisch, oder? Wenn man direkt neben dem Spielplatz wohnt. Also gerade für Kinder. Andererseits ist es natürlich auch nervig, ne? Hast halt immer den Lärm am Haus. Je nachdem, wie man es betrachtet. Okay, dann ab in die Wohnung. Jetzt sollte es ja gehen. Und dann kriegen wir die Tür auf. Ich guck mal wieder nach der Mom. Ja, immer die tollen Kampftipps hier. Mom ist noch hier. Alles gut, Freunde. Was laufen wir? Ich habe trotzdem gerne mal einen Speicherpunkt. Ja, das war ich, ne? Ich weiß schon wieder, was im Wasser ist. Kann man gute Jumpscares einbauen. Das sieht gut aus. Dauert eigentlich viel länger. Aber ich bin natürlich froh drum, wenn es schneller geht. Darf ich die Tür schon öffnen? Bestimmt. Ah ja, okay. Also unter Wasser hätte er das ja niemals machen können. Aber ja,
Mit der Wasserpumpe wäre das natürlich auch nicht so geil gewesen. Ach, jetzt komme ich hier raus. Ah, okay. Na, da lässt er das Wasser ablaufen. Einfach zum Nachbarn. Das stört schon nicht. Schuki. Boah, das wäre eigentlich eine krasse Quizfrage, oder? So für Silent Hill Nerds. Wie heißt der Hund von Alex? Dann ist man so 90%, hä, was, der hat einen Hund? Diese eine Stelle mit Schuki. Naja, das wurde jetzt unser Garten. Oder so. Oder wo bin ich jetzt? Oh, ich höre Schuki. Moment. Oh mein Gott, was? Das ist nicht Schuki. What the fuck? Wo ist er? Ist der da hinten, ne? Da ist übrigens die Schaukel. Schön, ich habe eine Privatschaukel. Nochmal bitte. Das ist mein altes Fahrrad. Das Geld dafür habe ich mir mit Zeitungsaustragen verdient. Die Reifen ziehen ziemlich platt aus. Ja, ich glaube, du kannst es auch nicht mehr benutzen bei deiner Größe. Ein weiteres Bild. Viele vergrabene Leichen. Oder im Wasser, je nachdem. Okay. Also, wenn man sowas zeichnet, würde ich mir grundsätzlich Sorgen machen. Oh, cool, hat ein altes Baumhaus. Aber er will nicht draufgehen, schade. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als wir dieses Baumhaus bauten. Wir hatten so eine schöne Zeit. Ah, sowas ist schön. Hatte ich nie. Was ist denn das da auf dem Zaun? Das ist Joshuas Rucksack. Da ist ein Foto drin. Das sieht nach einem Foto aus Dads Jagdzimmer aus. Aber wie ist Joshua da hingekommen? Was nimmt er da aus? Ein Hund? Warum sollte der einen Hund jagen? Okay. Hier ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Baumhaus ist als einziges da eingezeichnet worden. Aber ich will doch mal gucken. Da war sonst nichts, ne? Gut, ich kann hier noch gucken. Da ist ein Grill. Sagt da nichts dazu. Na gut. Es sieht so aus, als habe ich hier draußen schon lange keiner mehr gegessen. Und gesessen auch nicht, ja. Ja, sorry, der Grill lenkt mich ab, Leute. Was soll ich denn machen? So, in welches Hausteil komme ich denn jetzt? Muss ja bisher verschlossen gewesen sein. Okay, First Floor. Na, schauen wir einmal. Oh, da kann ich die Kassette abspielen, ne? Es ist unser AB, das Band fehlt. Ach so, ein Anrufbeantworter. Aber vielleicht kann ich das trotzdem abspielen. Wir probieren es mal. Was ist das denn für ein wirtes Verhältnis, ganz ehrlich? Lass die Kinder doch Kinder sein. Wenn die da ein bisschen Spaß haben. Und sich da ein bisschen was ausmalen. Habe ich früher auch gemacht, so aufgenommen wie so ein Radiomoderator, so dumpf hochgelabert. Ja, der Vater scheint problematisch gewesen zu sein, ha? Huh?
In dem Spülbecken ist viel Geschirr. Der Gestank ist schrecklich. Warum hat Mom nicht geputzt? Schau sie dir an! Glaubst du, sie ist noch zu irgendwas fähig? Kühlschrank-Check. Was ist im Kühlschrank? Ein Gesundheitsdrink. Es ist aber schön, dass die Familie sich gesund ernährt hier, ne? Hier gibt es nichts zu essen, außerdem habe ich keinen Hunger. Okay, chill. So, was ist hier? Zerhacken. Oh, da bräuchte ich eine Axt. Da habe ich nicht die richtige Waffe. Ja, das brauche ich auch nicht mit meiner Stange zu probieren. Zerhacken klingt sehr eindeutig. Mom liebt es auch zu backen. Sie ist auch ziemlich gut. Wenn sie Brownies backt, riecht das ganze Haus nach Schokolade. Dieser Geruch verfolgte mich sogar bis ins Krankenhaus. Vielleicht backt sie mir was, wenn ich zurück bin. Jetzt, da ich zurück bin. Ja, ganz bestimmt backt ihr die Gute was. Mom liebt es. Okay. Also, so hat sich Alex das Ganze hier nicht vorgestellt. Man merkt es schon. Gut, ich habe zwei Türen. Eigentlich, wahrscheinlich kann ich die aufschließen und ich bin dann... Nee, das Schloss ist anscheinend defekt. Okay, vergiss es. Dann gehen wir nur hier durch. Okay. Sorry. Das ist Mams Nähmaschine. Damit hat sie unsere Kleidung gemacht. Manchmal verbrachte sie hier den ganzen Tag, um Kleider zu flicken oder für die Damen der Stadt Sachen zu nähen. Okay, wieso stand da jetzt weiter und... Achso, dass ich gleich weg kann. Okay. Das sind Mams Nähbücher. Sie konnte stundenlang auf der Couch sitzen und über die nächsten Nähprojekte sinnieren. Neue Kleidung selbst zu machen, war ihre große Leidenschaft. O Herr, ich bete für den Glauben, deine Urteilsfähigkeit zu vertrauen, die Weisheit, den wahren Weg zu erkennen und die Stärke, das zu tun, was von mir verlangt wird. Okay, auch noch gläubig. Neben dem Telefon liegt eine Notiz. Adam, bitte vergiss nicht, Curtis wegen dem Motor zu fragen. Wer ist Curtis? So, irgendwie hat es mir das hier noch nicht gebracht, dass ich hier vorbeischaue. Aber gut, ich kann ja auch noch durch diese große Tür gehen, ne? Vielleicht tut sich da ja was. Nein, leider nicht. Tür ist zu. Und somit bin ich hier durch. Warte mal, was sind meine Ziele? Joshua ist nicht zu Hause, durchsuchen Sie die Stadt. Ich hock die ganze Zeit zu Hause rum. Und eigentlich sollte ich die ganze Stadt nach ihm absuchen. Das ist zumindest mein aktuelles Ziel. Aber das ist das Schöne daran, dass ich auch gar nicht mehr so 100% weiß, wo jetzt was. Und schauen wir uns die Stadt an. Ich meine, warum nicht? Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles hier. Mir fehlt nicht irgendetwas Trigger-mäßiges. Wäre halt super ärgerlich, wenn jetzt hier noch irgendeine Kleinigkeit gebraucht wird, damit ich in der Stadt loslegen kann. Aber im Grunde habe ich ja alles. Wenn ich eine Axt finde, kehre ich hier wieder zurück. Wäre mein Vorschlag. Weil dann könnten wir ja aufmachen. Wobei... Das führt ja eigentlich... Nee, das führt noch in den neuen Raum. Erst ein zweiter wär's. Das altbekannte. Wäre schon interessant eigentlich. Nun gut. Okay, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich würde ja fast sagen, falls doch, schreibt es in die Kommentare. Das bringt leider nichts, weil wie gesagt, ich nehme es ja stark im Voraus auf. Okay, alles klar. Jetzt vielleicht grillen? Dass er nicht mal was dazu sagt, ne? Schlimm. Haben wir schon die Tür versucht? Aber da kommt das Hundegeräusch her. Oh mein Gott. Ach ja, ausweichen, ey. Das kann auch alles was werden. Ladezeiten sind echt lange, ne? Also dafür, dass wir auf dem aktuellen Rechner spielen, aber das Spiel ist halt nicht so optimal für den PC umgesetzt worden.
wie man merkt. Aber solange es nicht crasht oder sonst wie was, bin ich ja glücklich. Beware of Dog, ja. Genau das. Wir sind jetzt wo? Oh, okay. Der Friedhof beginnt. Das wusste ich noch, dass der Friedhof quasi so unser erster großer Dungeon wird. Das sollten wir wohl jetzt auch als erstes machen, bevor wir in der Stadt rumschlendern, nehme ich mal an. Das kann jetzt was werden, Freunde. Jetzt geht's richtig los. Alles andere war nur Vorgeblänkel. Okay. Doch anders kommen wir auch nicht in den Friedhof rein. Wie dieser Weg. Von daher beginnen wir. No trespassing. Tja, dann hättet ihr mal zugemacht. Denn jetzt bin ich drin. Und ich hoffe, ich habe bald eine Karte von dem Gebiet, sonst haben wir ein Problem. Diese Ventile sind zugerostet. Es ist verschlossen. Auf der anderen Seite ist ein Licht zu sehen. Jetzt geht's rund. Die Karte des Roseheat Friedhofs erhalten. Schaut euch das an. Ist ein großer Friedhof. Wir werden unseren Spaß haben in den nächsten Tagen, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar Wochen. Es ist abgeschlossen. Und man hört schon wieder den Kläffer. Auf den ich mich gar nicht freue. Na ganz ehrlich, Hunde in Videospielen oder, ich sag's genauer, Hunde in Horrorspielen sind doch einfach nur furchtbare Geschöpfe, oder? Warum sind so viele Menschen gestorben? Ach Alex, wenn ich da das erklären muss. Ich weiß ja nicht, ob ich... Nee, lass gut sein. So, jetzt geht wieder das ständige auf die Karte klotzen los. Ihr habt es bestimmt schon vermisst. Oliver Hall starb am 6. November 1875 im reifen Alter von 62 Jahren. Wir lachten ihn aus, weil er anders war. Er lachte uns aus, weil wir alle gleich waren. Wir werden nie wieder so lachen. Okay, wirde Eingravurschrift für so ein Grabdingens? Ich weiß ja nicht. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott, das sind Statuen, ne? Oh Gott. Das ist natürlich creepy. Aber auch sehr atmosphärisch, das muss ich gestehen. Colin B. starb am 20. Januar 1876, vor seiner Zeit mit 32 Jahren. Alle, die ihn kannten, waren sich einig, er war ein guter Mann. Boah, das ist ein sehr alter Friedhof anscheinend, ne? Wenn man das mal bedenkt, wie lange die hier schon liegen. Hier liegt Norwood. Keiner lacht, keiner weint. Wohin er geht, wie es ihm geht. Keiner weiß es, keinen kümmert's. Also das sind nicht gerade nette Eingravuren hier. Wo ist dieser Dreckshund? Der knurrt doch schon, der ist doch direkt vor mir. Oder so ähnlich. So viele namenlose Gräber. Was ist mit all diesen Leuten geschehen? Ja gut, das ist schon krass. Man könnte natürlich jetzt auf Alex Geschichte beziehen, dass das vielleicht Kriegsopfer sind. Oder einfach gefallene Soldaten. Vielleicht ist das alles, was er erlebt, ja auch nur in seinem Kopf. In Wirklichkeit erlebt er irgendwelche Traumata von den Kriegszeiten. Ja, zumindest eine rationale Erklärung. Pat Davenport, 1825 bis 1884. Jetzt können wir dich nichts mehr fragen. Okay. Roxy N. Rigby, 24. November 1820 bis 16. Januar 1862. Liebe ist ewig und kann nie erzwungen werden. Das ist wohl wahr. Oh. What's that guy doing? Das sieht nach einem Totengräber aus, wenn du mich fragst. Wozu hebt der Kerl Gräber aus? Weil es ein Totengräber ist. Okay, dann rede halt nicht mit ihm, dann sei halt unhöflich as fuck. Okay.
Warte mal, wo kamst denn du jetzt her? Was war denn das für ein Cut, ey? Von da, ne? Ich kam von da. Okay, wir sind im East Garden. Irgendwie beruhigend, wenn... Selbst wenn es nur der Totengräber nebenan ist, irgendwie ist es beruhigend, wenn jemand da ist, oder? Zumindest bis jetzt. Geht's auch schon los. Oh Gott, was? Hängt das Spiel? Also, es sieht geil aus, aber bitte häng nicht. Nicht während dem Kampf. Okay. Auch da funktioniert meine Combo ganz gut. Alles klar. Ich dachte eben, was kommt jetzt ein Tutorial, wie man Hunde am besten besiegt? Das war ja mal ein episches Standbild. Also mal ehrlich. Ich wette, dieser Brunnen einmal... Ich wette, dass dieser Brunnen einmal schön war. Okay, wenn du meinst. Und ich wette, dass wir das hier, was da liegt, brauchen werden. Und noch vieles mehr, wenn es weitergeht, werte Freunde, mit Let's Play Silent Hill Homecoming. Also, bis denn.